Hotspots beziehen sich auf diejenigen Stellen in der interkulturellen Kommunikation, an denen öfter Missverständnisse auftreten. Dies können zum Beispiel alltägliche Situationen sein. Zusagen oder Ablehnen, Geschenke geben und annehmen, Körpersprache, Begrüßungen und so weiter. Hotspots entstehen, wenn die Gesprächsteilnehmenden die kulturellen Muster oder die Sprache ihres Gegenübers nicht verstehen. So zählt das Begrüßen zu den Hotspots, weil es je nach Kultur unterschiedlich ausgeführt wird. Zum Beispiel am Telefon. Während die Angerufenen in Deutschland ihren Namen nennen, wird sich in vielen anderen Ländern nur mit Ja gemeldet.